Wir sind mitten im Beweis von, wir sind mitten im Beweis von der Eulerschen Polyederformel. Wir haben das letzte Mal den Induktionsschritt noch gemacht. Der Induktionsschritt, das hat gelautet, wir schauen uns an, für eine gegebene Anzahl von Knoten die kleinstmögliche Anzahl von Kanten zu, dass ihr einen zusammenhängenden Graph habt, das heißt sogenannte minimal zusammenhängenden Graph. Das sind genau Bäume, wie wir kennengelernt haben in einem vorhergehenden Kapitel. Und diese Bäume haben auf n Knoten immer n-1 Kanten. Das heißt, das kleinste m, der Induktionsanfang sozusagen, den müssen wir machen für m ist gleich n-1. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Wir machen jetzt als nächstes die Induktionsannahme. So, jetzt wechseln und sagen Annahme. Induktionsannahme. Was müssen wir annehmen? Die Annahme ist, dass die Aussage, nämlich dieser Zusammenhang zwischen Knoten, Kanten, Flächen, für alle planaren Graphen mit n Knoten und weniger als m Kanten gilt, wobei m beliebig festgewählt ist. Die Aussage und die Aussage in dem Fall ist eben G planar und zusammenhängend impliziert Anzahl Knoten minus Anzahl Flächen plus Anzahl Kanten. Knoten minus Kanten plus Flächen ist gleich 2. Gelte für alle. Ups. Für alle Graphen oder schreiben wir es genau hin, schreiben wir für alle zusammenhängenden Graphen. Für alle zusammenhängenden Graphen mit n Knoten und weniger als m Kanten, wobei das m beliebig fest gewählt worden ist. Wobei m größer gleich. Oh, das brauchen wir nicht damit sagen. Wobei m beliebig fest. Schreiben wir einfach m aus den natürlichen Zahlen beliebig fest. Und größer gleich n minus 1. Das machen wir so rum. Eben weil wir gerade den Induktionsanfang für n minus 1 gezeigt haben. Gut. Das ist also die Annahme. Jetzt sagen wir also, diese Aussage gelte für alle Situationen, wo wir n Knoten haben und weniger als m Kanten. Gut, dann machen wir jetzt noch zum Schluss. Das heißt, wir nehmen jetzt einen Graphen, der kein Baum ist. G habe n Knoten und m Kanten. Ah, das heißt, ich muss da oben sagen, nicht größer gleich n minus 1, sondern größer als n minus 1. Weil jetzt möchte ich sagen, dass der Graph, den wir jetzt da haben, definitiv kein Baum ist und das geht sich nur aus, wenn das geht sich nur aus, wenn m echt größer als n minus 1 ist, weil dann haben wir mehr Kanten als ein minimal zusammenhängender Graph. Also muss es einen Kreis drin geben und damit kann es kein Baum mehr sein. N Knoten und m Kanten. M größer gleich n. G ist also kein Baum.
in Klammer, Bäume hätten genau n minus 1 Kanten. Und wenn es kein Baum ist, dann folgt daraus, dass es sicherlich einen Kreis drin gibt. G hat einen Kreis. Was möchte ich jetzt tun? Jetzt habe ich was für Situationen vorliegen. Jetzt habe ich einen Graphen. Jetzt habe ich also irgendwie einen Graphen, der auf jeden Fall irgendwie einen Kreis drin hat. Der auf jeden Fall irgendwie einen Kreis drin hat. Und die Besonderheit bei Kreisen ist ja, dass ich daraus aus einem Kreis eine Kante herausnehmen kann und der Graph bleibt aber auf jeden Fall noch zusammenhängend. Sei E eine Kante in einem Kreis von G. Wir nehmen das also aus irgendeiner Kante, aus irgendeinem Kreis in unserem Graphen, den es sicherlich gibt, weil wir haben hinreichend viele Kanten dafür. Wir nehmen aus irgendeinem dieser Kreise eine Kante heraus. Betrachte den Graphen G ohne die Kante E. Für diesen Graphen, unser Originalgraph hat ja n Knoten, m Kanten. Für diesen Graphen G ohne E gilt jetzt aber was? Der hat jetzt auf einmal gleich viel Knoten, n Knoten, aber m minus 1 Kanten. Und nachdem wir wissen, dass unsere Induktionsvoraussetzung für alle Graphen stimmt, die kleiner als m viele Kanten haben, wissen wir automatisch, dass wir für diesen Graphen jetzt die Induktionsvoraussetzung verwenden dürfen. Das heißt, hier gilt, daraus folgt, die Anzahl der Knoten von dem Graphen G ohne E minus die Anzahl der Kanten von dem Graphen G ohne E plus die Anzahl der Flächen von dem Graphen G ohne E, das ist gleich 2, laut Induktionsvoraussetzung. Induktionsannahme. Okay, wenn ich jetzt in diesen Beispielgraphen auf der Seite hereinschaue und sage, okay, ich habe jetzt zum Beispiel diese Kante da als Kante E ausgewählt, was anderes, das ist so markiert. Ich habe jetzt diese Kante da zum Beispiel als Kante E ausgewählt. Was passiert denn dann mit den Flächen, wenn ich diese Kante E herausnehme? Hat jemand eine Idee? Genau. Die beiden Flächen, die auf den beiden Seiten von der Kante gelegen sind, also auf der Seite und auf der Seite, die werden durch das Entfernen der Kante vereinigt. Das heißt, es entsteht eine Fläche weniger, weil eben die beiden, wir haben auf der einen Seite einen Kreis gehabt, das heißt, das war eine eigene Fläche, auf der anderen Seite wissen wir nicht, was war, aber es war auf jeden Fall eine andere Fläche. Wenn wir die Kante jetzt rausnehmen, dann werden diese beiden Flächen miteinander wieder vereinigt. Das heißt, es gibt eine Fläche weniger. Das heißt, was haben wir jetzt herausgefunden? Das heißt, wir haben herausgefunden, dass das da, die Anzahl der Knoten von den Graphen ohne der Kante E ist immer noch gleich der Anzahl der Knoten von G. Die Anzahl der Kanten von dem Graphen G ohne der Kante E ist gleich der Anzahl der Kanten von G
minus 1. Und die Anzahl der Flächen ist genauso. Die Anzahl der Flächen von G minus 1. Und warum das da? Schreiben wir das aber einfach dazu, damit man es später noch nachvollziehen kann. Bei Entfernen von E werden die beiden Flächen, die auf den beiden Seiten von E liegen, vereinigt. Und damit eben, damit entsteht eine Fläche weniger. Das heißt, wenn wir das jetzt zusammenzählen und schauen, was dabei herauskommt, dann kommen wir drauf, dass die Anzahl der Knoten von G, ein bisschen schöner könnt ihr schreiben, die Anzahl der Knoten von G minus, Klammer auf, Anzahl der Kanten von G minus 1 plus Anzahl der Flächen, Anzahl der Flächen von G minus 1, dass das gleich 2 ist, und damit einfach durch Auflösen der Klammern sehen wir genau das, was wir sehen wollten, nämlich Anzahl der Knoten von G minus Anzahl der Flächen, Anzahl der Kanten von G plus Anzahl der Flächen von G ist immer noch 2. Da hat sich nichts verändert. Und das war's. Das war's. Damit ist der Induktionsschritt gezeigt. Wir haben gezeigt, dass die Aussage auch für unseren Graphen gilt, dass die Aussage für unseren Graphen gilt, der diese eine Kante mehr drin hat, weil wir eben durch das Entfernen davon weil sich alles weiterhin ausgeht. Wenn wir eine Kante aus einem Kreis raus entfernen, dann verringert sich die Kantenanzahl um 1, aber auch die Anzahl der Flächen um 1. Der Graph ist dann aber sicherlich noch ein zusammenhängender. Das heißt, das, was wir gerade getan haben, dieses Spiel, das funktioniert bei allen Graphen genau gleich. Solange wir eben eine Kante aus einem Kreis entfernen. Und das heißt nichts anderes, als wir dürfen keine Kante entfernen, wo auf beiden Seiten die gleiche Fläche ist. Das geht aber nur, wenn in Situationen, wo, wenn man diese Kante entfernen würde, dass dann ein nicht mehr zusammenhängender Graph entsteht. Sobald man eine Kante eine Kante entfernt, wo zwei verschiedene Flächen auf den beiden Seiten sind, dann weiß man, die Kante muss Teil von einem Kreis sein, weil sonst kann ich ja keine Fläche haben, keine andere da in der Mitte. Okay, gut. Das ist die Eulersche Poljeda-Formel. Und die ist ein recht nützliches Werkzeug für Abtasten, wann etwas möglicherweise planar sein kann. Warum ist das so? Direkt, in der direkten Form, wie sie da steht, hilft sie nicht wahnsinnig viel, weil die Formel auch die Anzahl der Flächen braucht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Graphen, gehe noch mal ein bisschen rauf, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Graphen anschaue, wie dort in K5, und ich jetzt sage, okay, wenn ich die Eulersche Poljeda-Formel anwenden könnte, oder wenn die Formel stimmt, dann wäre der Graph planar, was auch nicht wahr ist, aber für den Moment, nehmen wir das mal an, wenn ich die Formel jetzt anwenden könnte, dann könnte ich zeigen, der Graph ist planar, dann habe ich ein Problem, weil nämlich ich nicht sagen kann, wie viele Flächen der Graph hat. Ich kann nicht sagen, wie viele Flächen der Graph hat, wenn ich ihn auf eine planare Art und Weise zeichne, falls es so eine Art und Weise gibt. Das heißt, ich kann zwar bestimmen die Anzahl der Knoten, die Anzahl der Kanten, aber die Anzahl der Flächen bleibt ein bisschen ein Mysterium. Und das ist die Richtung, wo wir jetzt ein bisschen weiter hingehen wollen. Wir machen jetzt noch eine Bemerkung, die allgemein zu der Eulerschen Poljeda-Formel und wie das möglicherweise auf anderen Strukturen ausschaut. Und dann schauen wir weiter uns an, wie wir das in eine etwas werkzeugartigere Form bringen können, damit wir leichter entscheiden können, ob ein gegebener Graph planar ist oder vielleicht nicht.
Okay. Gut, wir machen da weiter. Eine Bemerkung. Bemerkung. Was wir jetzt gezeigt haben, ist eine Eulersche Polyederformel, die gilt für die Fläche. Die Eulersche Polyederformel gilt aber nicht nur für die Fläche. Die Eulersche Polyederformel kann auch für allgemeinere. Ich schreibe jetzt mal ganz bewusst provokant Zeichenflächen. Als die Ebene, als der Ebene. Also dem R2. Angepasst werden. Sie gilt auch für kompliziertere topologische Strukturen. Also was meine ich? Ich meine zum Beispiel, wenn jetzt überlegen wir uns gerade, wie Sachen funktionieren, ob ich Graphen in der Ebene überkreuzungsfrei zeichnen kann. Die Frage ist aber nicht unbedingt die gleiche Frage, wie die beantwortet, wenn ich. Das ist aber nicht unbedingt die gleiche Frage, wie kann ich einen Graphen auf einer Kugel zum Beispiel zeichnen, ohne dass sich Sachen überschneiden? Oder kann ich einen Graphen auf einem Donut, auf einem Torus zeichnen, ohne dass sich die Kanten überschneiden. Das heißt, man kann sich den Komfort der Ebene verlassen und sich auf kompliziertere Gebilde stürzen. Das allgemeine Gefühl ist, das, was ich bei der Ebene nicht tun darf, nämlich dass ich quasi links irgendwo hinausgehe und rechts wieder hereinkomme, das kann ich von der Kugel sehr wohl. Da kann ich einfach hinten rundherum gehen und mir so möglicherweise andere Möglichkeiten schaffen, wie ich Graphen zeichnen kann oder Situationen auflösen, die in der Ebene eben nicht möglich sind aufzulösen. Das ist etwas, was ich eben dann auf einer Kugel zum Beispiel machen kann oder auf einem Torus. Das sind sogar zwei verschiedene Klassen. Auf einem Torus kann ich noch mehr Graphen zeichnen, als das auf einer Kugel und der Ebene der Fall wäre. Aber das ist vielleicht ein bisschen eine Herausforderung für die Vorstellung. Vor allem für Vormittagsvorlesung. Das, was bei der Eulerschen Polyederformel dann aber sich verändert, ist die rechte Seite. Jetzt gerade in der Ebene steht auf der rechten Seite einfach nur 2. Und im Allgemeinen steht auf der rechten Seite die rechte Seite ist dann aber nicht mehr notwendigerweise gleich 2, sondern gleich 2 mal 1 minus kleines g, wobei das kleine g das sogenannte Geschlecht der Fläche das Geschlecht der Fläche angibt. Und das Geschlecht der Fläche ist in der einfachst möglichen Form, in der ich Ihnen das jetzt sagen kann, sowas wie die Anzahl der Löcher, die ich in der Fläche drinnen habe. Also wenn Sie Graphen auf einer Fläche zeichnen, die irgendwie gelöchert ist,
Denken Sie zum Beispiel an den Torus. Dort ist dann das Geschlecht dementsprechend anders. Circa Anzahl der Löcher. Vergleiche Wikipedia. Wikipedia hat ein paar schöne Abbildungen zu dem Thema. Da kann man sich vielleicht ein bisschen mehr darunter vorstellen, wenn man sich das anschaut. Vergleiche Abbildungen. Auf Wikipedia. Das Geschlecht der Fläche heißt, dieser Term 2 mal 1 minus g heißt Euler-Charakteristik. Dieser Term heißt Euler-Charakteristik. Okay. Kommen wir zurück zur Frage, die ich vorher schon skizziert habe, nämlich: Können wir für einen gegebenen Graphen irgendwie leicht entscheiden, ob der Graph planar ist? Frage. Können wir entscheiden? Im Idealfall vielleicht sogar irgendwie leicht entscheiden, ob ein gegebener Graph planar ist. Die allgemeine Antwort auf diese Frage ist Jein. Es gibt Werkzeuge, an die werden wir jetzt gleich uns herleiten. Es gibt Werkzeuge, die uns helfen können, dabei zu entscheiden, ob ein Graph nicht planar ist, aber die haben keine hundertprozentige Trefferquote. Und im Allgemeinen muss man sich den Graph halt einfach trotzdem anschauen und ja, es gibt ganz am Ende von dem Kapitel gibt es einen Satz, der uns da ein bisschen entgegenkommen wird, aber Sie werden sehen, dass wir nicht arg viel machen können. Korollar. Das ist jetzt der Korollar zur Eulerschen Polyederformel, die uns eben genau das uns genauso ein Werkzeug liefern wird quasi. Und das Korollar lautet: Sei G ein planarer, zusammenhängender Graph, also das Setting von der Eulerschen Polyederformel, sei G ein planarer, zusammenhängender Graph, dann mit mindestens drei Knoten. Mit mindestens drei Knoten. Dann gilt eine Ungleichung, nämlich die Ungleichung, die Anzahl der Kanten in dem Graphen ist kleiner oder gleich dreimal die Anzahl der Knoten minus 2. Diese Ungleichung stimmt für planare zusammenhängende Graphen. Beweis? Wenig überraschend, wenn man jetzt die Eulersche Polyederformel verwendet, um das zu beweisen. Was haben wir? Das haben wir. Diese Formel stützt sich im Wesentlichen auf eine Beobachtung. Nämlich stützt sie sich darauf, dass man sagt, eine Kante, auf zwei Beobachtungen, sorry. Auf der einen Seite eine Kante kann zu höchstens zwei Flächen gleichzeitig gehören. Und auf der anderen Seite jede Fläche ist von mindestens drei Kanten umgrenzt. Das ist einfach, weil die kürzesten Kreise in solchen Graphen haben drei Kanten, sind also Dreiecke.
Und wenn ich eine Fläche habe, dann muss ich also mindestens drei von diesen Kanten irgendwie belegen. Und damit kann ich jetzt Folgendes machen. Für den Rand einer Fläche f aus der Menge der Flächen von G schreiben wir so komisches umgedrehtes D, das ist sogar so ein partieller Ableitungsoperator, aber üblicherweise verwendet man eben, um den Rand von irgendwas zu markieren, df. Und damit meinen wir, und meinen damit die Menge der an f anliegenden Kanten. Also als kurzes Beispiel, nur damit klar ist, was das genau sein soll, wenn ich da jetzt einen sehr kleinen, nehmen wir mal ein Dreieck, wenn ich jetzt einen kleinen Graphen habe, irgendwie sowas, keine Ahnung, ist ja egal. Und das darin ist meine Fläche f und das da sind Knoten a, b und c. Dann würde das sein, dann würde der Rand von der Fläche f sein, die Menge, die genau die Kanten AB, die Kante BC und die Kante CA beinhaltet. Das heißt, ich möchte einfach irgendwie eine Möglichkeit haben, um auf diese einzelnen Kanten, die zu einer Fläche dazugehören, zugreifen zu können. Und das mache ich mit diesem df. Dann gilt, dreimal die Anzahl der Flächen in dem Graphen ist das gleiche wie die Summe über jede Fläche in dem Graphen, wo ich einfach 3 aufsummiere. Jetzt habe ich auch vorher schon gesagt, jede Fläche ist von mindestens 3 Kanten begrenzt. Das heißt, das da ist sicherlich kleiner oder gleich. Ich summiere über jede Fläche. Dann summiere ich über jede Kante am Rand von der Fläche. Das da stimmt, wie gesagt, weil jede Fläche wird von mindestens 3 Kanten begrenzt. Also gilt allgemein, die Kardinalität von dem Rand von einer Fläche ist immer größer gleich 3. Für alle Flächen aus Fläche. Das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, wenn ich jetzt zuerst auf der linken Seite habe, ich summiere lauter Dreier auf für jede Fläche und dann wechsle zu, ich summiere lauter Einser auf für jede Kante in jeder Fläche, dann wäre ich dabei sicherlich größer, weil eben diese Summe da muss für jede Fläche zumindest 3 sein, manchmal aber entsprechend mehr, wenn die Flächen halt von mehr Kanten begrenzt sind. Das ist jetzt aber das Gleiche. Was mache ich jetzt da? Jetzt zähle ich über jede Fläche, die ich habe, alle Kanten, die am Rand von der Fläche liegen. Das ist aber eigentlich das Gleiche. Das ist eigentlich das Gleiche, wie wenn ich sage, ich zähle alle, Kanten, also ich summiere über alle Kanten und dann summiere ich für jede Kante über die Anzahl der Flächen, an der die Kante anliegt. Das heißt, das ist sicherlich
klein oder gleich. Oh nein, Entschuldigung, das ist einmal ist gleich. Das ist das gleiche wie ich summiere über alle Kanten in dem Graphen und dann über alle Flächen aus der Menge der Flächen, sodass die Kante E im Rand von F enthalten ist. Und da jetzt 1. Dann mache ich jetzt da mal Beispielklammer, damit man nicht verwirrt wird. Ups. So passt glaube ich schon. Eben diese Gleichheit gilt, weil ihr auf der linken Seite sage ich, ich zähle jede Kante für jede Fläche und auf der anderen Seite sage ich, ich zähle jede Fläche für jede Kante. Das ist genau das gleiche, einfach nur vertauscht. Und da ist es jetzt so, dass diese Summe da drüben die Anzahl der Flächen pro Kante, die wir haben, das ist höchstens 2, weil jede Kante kann höchstens an 2 Flächen anliegen. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich Kanten, die nur an einer Fläche anliegen, so wie wenn Sie im Beispiel da oben schauen, in dem Beispiel diese Kante da zum Beispiel, das ist, die liegt nur an der äußeren Fläche an. Genauso wenn ich ins Innere von dem Dreieck noch einen Knoten machen würde und der Kante da rein, dann wäre das da innen auch eine Kante, die nur im Inneren von der einen Fläche anliegt. Das heißt, jede Kante liegt zwar mindestens an einer Fläche an, aber manchmal eben nur an einer und manchmal an zwei. Das heißt, ich kann diese Summe darüber nochmal abschätzen, indem ich sage, das ist das kleiner gleich, weil eben diese innere Summe da immer kleiner gleich 2 ist, ist das insgesamt kleiner gleich als Summe über alle Kanten, wo ich lauter 2 aufsummiere und das ist 2 mal die Anzahl der Kanten. Okay, jetzt sind wir also drauf gekommen, dass in so einem planaren Graphen, planar zusammenhängenden Graphen, immer die Ungleichung gilt, 3 mal Anzahl der Flächen ist kleiner oder gleich 2 mal Anzahl der Kanten. Schreiben wir das jetzt auf, daraus folgt 3 mal Anzahl der Flächen ist kleiner gleich 2 mal Anzahl der Kanten. In planaren zusammenhängenden Graphen. Okay, und wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich kann jetzt zum Beispiel das noch umformen. Das ist genau dann, wenn Anzahl der Flächen kleiner gleich, Anzahl der Flächen ist kleiner oder gleich als 2 Drittel mal die Anzahl der Kanten. Dann kann ich das nehmen und in die Eulersche Poljeda-Formel einsetzen. Die Eulersche Poljeda-Formel, die also normalerweise sagt, Anzahl der Knoten minus Anzahl der Flächen minus Anzahl der Kanten plus Anzahl der Flächen ist gleich 2, wird dann, indem ich das da einsetze, diese Ungleichung da fürs F einsetze, kriege ich dann also heraus, lassen Sie mich andersherum aufschreiben, dann ist es ein bisschen leichter zu sehen, was jetzt da passiert. Schreiben wir es so. Ich schreibe die Eulersche Poljeda-Formel in der anderen Richtung hin, nämlich ich schreibe hin, dass 2 gleich die Anzahl der Knoten minus Anzahl der Kanten plus Anzahl der Flächen ist. Jetzt verwende ich diese Ungleichung da. Dann sieht man ein bisschen leichter. Dann ist das die richtige Richtung sozusagen. Jetzt verwende ich diese Ungleichung da fürs F. Das heißt, das da wird kleiner oder gleich Anzahl der Knoten minus Anzahl der Kanten plus 2 Drittel mal Anzahl der Kanten. Das da ist also zusammen das gleiche wie minus 1 Drittel mal Anzahl der Kanten. Und daraus folgt, dass 2
kleiner gleich als die Anzahl der Knoten minus ein Drittel ist. 2 ist kleiner gleich Anzahl der Knoten minus ein Drittel mal Anzahl der Kanten. Und wenn Sie das jetzt noch fertig umformen, dann kommt darauf genau die Aussage, nämlich die Anzahl der Kanten muss kleiner oder gleich sein Die Anzahl der Kanten muss kleiner oder gleich sein 3 mal der Anzahl der Knoten minus 2. Und das in Klammern. Okay, jetzt haben wir also ein erstes Werkzeug, mit dem wir sagen können, wenn diese Ungleichung für einen Graphen verletzt ist, dann wissen wir automatisch, dass der Graph nicht planar sein kann. Und dass das wirklich ein nützliches Werkzeug ist, das zeigen wir uns gerade gleich an einem ersten Beispiel. Nämlich schauen wir uns an, Corolla. Der K5, der vollständige Graph auf 5 Knoten, ist nicht planar. Im Allgemeinen gilt, dass diese vollständigen Graphen nicht mehr planar sind ab Anzahl der Knoten größer gleich 5. Im Allgemeinen ist es so, KL für L größer gleich 5 nicht mehr planar. Wenn es für den K5 stimmt, dann stimmt das für die darauffolgenden Graphen auch ganz sicher, weil sobald ihr einen Teilgraph identifizieren kann, der nicht mehr planar ist, dann wird die Situation nicht besser, indem ich mehr Knoten hinzufüge. Das heißt, sobald ich einen Teilgraphen finde, der nicht mehr planar ist, dann ist das Spiel mehr oder weniger vorbei. Dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dass der Graph noch irgendwie planar werden kann. Insgesamt. Wie beweisen wir das? Naja, wir verwenden unsere hübsche Ungleichung, die wir jetzt gerade gezeigt haben. Beweis. Beweis. Die Anzahl der Kanten im K5 ist was? Machen wir ein Quiz. Umfrage starten. Benutzer definiert, was nehmen wir auf 5, 10, 12 kann eine richtige Antwort sein, 15 vielleicht und 42 ist einmal gut. Stimmen Sie jetzt ab. Ah, die ersten Umfrageergebnisse trudeln ein. Gut, will jemand von denen, die glauben, dass sie richtig haben, sagen, warum sie richtig haben? Gut, das war gemeingestellte Frage, da traut sich natürlich niemand. Der K5 hat 10 Kanten. Die Antwort ist also 10. Demokratisch richtig festgelegt, die Mehrheit hat für 10 abgestimmt. 42 hat auch Stimmen gekriegt. Das ist gleich 10, weil wir gesagt haben, in einem vollständigen Graphen mit n Knoten, die haben n mal n minus 1 halbe Kanten. Das heißt, in dem Fall, schreiben wir hin, das hat 5 mal 4 halbe sind 10 Kanten. Gleichzeitig hat der K5 wie viele Knoten? Ups.
Und Simon hat keine Abstimmung mehr. Vollständige Graf auf 5 Knoten hat 5 Knoten. Wenig überraschend. Und damit lautet die Ungleichung, die wir haben, wenn ich jetzt schreiben würde, ich schaue mir an, die Anzahl der Kanten muss kleiner oder gleich sein, 3 mal der Anzahl der Knoten minus 2. Das heißt, das wäre in dem Fall 10 ist kleiner oder gleich 3 mal Anzahl der Knoten ist 5 minus 2. Die rechte Seite ist 3 mal 3 ist 9. 10 ist aber nicht kleiner gleich 9. Das heißt, der K5 erfüllt die Ungleichung, die wir uns gerade hergeleitet haben, nicht und kann damit kein planarer Graph sein. K5 erfüllt die soeben hergeleitete Ungleichung nicht, kann damit nicht planar sein. Eine wichtige Bemerkung an der Stelle. Wir haben jetzt zwar stehen, dass die Ungleichung sagt, wir haben jetzt zwar stehen, die Ungleichung sagt uns, die Anzahl der, andersrum. Wenn der Graph planar zusammenhängend ist, dann gilt die Ungleichung. Die Umkehrung, wenn die Ungleichung gilt, dann ist der Graph planar, stimmt aber nicht. Das kann man sich leicht überlegen an einem Gegenbeispiel. Man nimmt zum Beispiel einfach den K5 und hängt irgendwo noch eine einzelne Kante draußen dazu. Das erhöht die Anzahl der Knoten um 1, woraufhin ich auf der rechten Seite dann 12 stehen habe. Die Anzahl der Kanten wird aber nur um 1 erhöht. Das heißt, auf der linken Seite bleibt 11 stehen und dann ist 11 kleiner gleich 12. Der Teilgraph, der K5, ist aber trotzdem noch drinnen. Das heißt, das da ist bewiesen, sorry. Und dann als noch Bemerkung. Die Umkehrung gilt nicht. Umkehrung des Korollars gilt nicht, wenn Anzahl Kanten kleiner gleich 3 mal Anzahl Knoten minus 2 erfüllt ist, muss G nicht zwingend planar sein. Beispiel. Eben gerade wie eben skizziert, wir nehmen den vollständigen Graphen auf 5 Knoten. Ups. Oh, schön, der füllt das sogar. Gut, darum habe ich nicht gebeten. Ah. Okay, was passiert, wenn ich es jetzt wieder verbinde? Er fühlt sich bemüßigt, wieder zu füllen. Okay. So funktioniert es. Der Graph, da haben wir jetzt gerade gesehen, der erfüllt die Ungleichung nicht, aber eben wenn wir jetzt da einen Knoten, eine Kante noch dazugeben, dann hat das jetzt. Dann hat dieser Graph G jetzt Anzahl Knoten gleich 6, Anzahl Kanten gleich, der K5 vorher 10 gehabt, das heißt, der hat jetzt 11, eine Kante haben wir dazu getan. Und daraus folgt, die Ungleichung würde jetzt lauten 11
ist kleiner gleich 3 mal 6 minus 2. Und das ist jetzt also 11, ist kleiner gleich 12. Was stimmt? Der Graph ist aber trotzdem offensichtlich nicht planar. Gut, das ist alles, was ich heute erzählen möchte. Morgen geht es weiter mit, wir schauen uns an die Planarität. Jetzt haben wir den vollständigen Graphen angeschaut. Die andere große Graphklasse, die wir kennengelernt haben, waren die bipartiten vollständigen Graphen. Da werden wir uns auch anschauen, wie die Situation bezüglich Planarität ausschaut. Und dann werden wir quasi auf das Hauptresultat von dem Kapitel stoßen. Da fällt jetzt nicht mehr viel. Wir werden uns nur anschauen, ob wir eben für die kleinen vollständigen Bipartiten-Graphen irgendwas sagen können bezüglich Planarität. Die Antwort ist ja, können wir. Und dann werden wir einen ähnlichen Fall identifizieren wie den K5, wo das ebenfalls nicht geht. Und dann gibt es das Hauptresultat über planare Graphen quasi in dem Kapitel.